Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil ich darf euch gleich direkt zu diesem Replay sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Wir sehen hier gleich Gameplay und Spiel vom Allerfeinsten. Eine schöne, knackige Runde von Mark 97 mit seinem Objekt 140. Und er spielt nicht allein, sondern er ist im Zug mit dem Objekt 140 von Wolf und dem Objekt 263 von Korbsten. Alle aus einem Clan. Und ja, da sind wir mal jetzt sehr gespannt. Weil, wie gesagt, die Spiele selber schaue ich mir vorhin auch nicht an. Ich kenne nur die Stats und die sehen fantastisch aus. Charkov ist die Karte. Und er fährt hier gleich in den Süden, beziehungsweise die Karte nach unten, auf den Platz in der Mitte, der mittlerweile sehr gerne angespielt wird. Seine beiden zwei Zugmember sind auch dabei. Jetzt ist er offen. Da drüben der LTTB und der T54. Da den T54 mit Auto-Aim versucht, hat aber nicht geklappt. Aber diese Stelle, wo er jetzt steht, die ist einfach sehr, sehr stark und kommt hier auf den 1390 drauf. Da hinten auch noch ein T95E2. Den sieht man sehr selten. Aber er tut sich nicht so wirklich schwer mit dem, beziehungsweise mit seiner Panzerung. Das merkt auch der T95, dementsprechend hat er sich das gleich ein bisschen zurückgezogen. Der AMX hat jetzt da gerade nochmal in den Boden geschossen. Es könnte jetzt ein Reload sein. Auf jeden Fall versteckt er sich jetzt gerade mal. Ne, jetzt kommt er vor und kriegt dann nochmal den Hit ab. Und jetzt nochmal einen. Und er macht ihn raus. Der AMX hat da sehr lange gestanden, war jetzt ein bisschen unclever. So, da drüben LTTB und noch der T54. Der LTTB guckt jetzt raus und er kriegt sofort eine aufs Händchen. Der T95E2, auch der, da sieht man, der Helm ist sehr weich, kommt da gut durch. Und ja, da ist er weg. Da hinten jetzt der T-54E1, ein sehr hart zu nehmender Gegner. Hat hier Gott sei Dank nicht getroffen, eher leider aber auch nicht. So, jetzt drücken sie weiter. Und gehen jetzt harsch und hastig auf den T-54 drauf. Jetzt hat ihn der eigene sogar das Funkgerät rausgenommen. Aber sei es drum, der ist tot. 4 Kills hat er schon, die ersten 4 vom Team überhaupt und alles sind seine. So, und auch den nächsten Kill macht er klar. Das ist doch mal eine ordentliche Statistik. Das Team hat 5 Kills und er hat davon 5 gemacht. So, Rheinmetall Borsig macht jetzt auch, macht schon seine Top Gun direkt klar. So leicht geht das Ganze. So, und jetzt fahren sie dann auf den nächsten Gegner drauf. Der ES-3 ist ja praktisch nur eine Formsache. Den lässt er sogar gleich stehen und da sieht man, es ist ihm gar nicht gerade so um die Kills wichtig, sondern er will den Schaden, er will unbedingt noch mehr haben. Scheiß auf die Kills, ich will den Damage. Jetzt hat er auch gleich seine normalen Munition verschossen und dann geht es gleich weiter mit Premium. Ja, der Gegner ist hart am Flamen. Leute sind alle nicht zufrieden. IS-3 kriegt hier seitlich mal schnell einen mit. So, und da ist jetzt IS-4. Der dreht ihn aber sehr gut das Popöchen hin. Und jetzt wird auf den draufgefahren. Hier wird nicht stehen geblieben. Hier wird nicht lange geguckt, sondern da zack, einfach drauf. Schön hier durch die Mitte, die Gegner schießen, aber das interessiert ihn nicht und er nimmt jetzt hier auch noch den IS-4 womöglich raus. Ne, noch nicht. Muss jetzt aufpassen, jetzt hat er nämlich da ein bisschen Gegner hinter sich. Aber die prallen sogar an seinem Heck ab. Die Badget. Auch die hat jetzt schon zweimal abgeprallt. Wahnsinnig. 6000
97 Schaden und weg mit dem ES4. So, jetzt hat die Badgett da drüben das Objekt getroffen. Und er setzt jetzt hier nach. Trifft hier jetzt das erste Mal. Und das Objekt nimmt den raus. 12 zu 13, trotz dieser fantastischen Leistung von ihm. Hier das Ganze noch nicht entschieden. Gegner hat auch noch ein FV, noch ein Objekt. Gut, der Type 64 ist jetzt nicht den ich jetzt hier spielentscheidend werten würde. Aber kann zum Beispiel auch einen Cap ansetzen, um das sogar ein bisschen, ja, noch so Unentspannung reinzubringen. Jetzt hat der FV getroffen. Dementsprechend nicht mehr so viel, aber das Objekt hat noch genug Struktur und macht es hier klar. Type kommt jetzt rum. Geht jetzt aufs Objekt. Das lässt sich das Objekt wahrscheinlich nicht gefallen. Oder er macht den Kill zuerst. Ja, nimmt ihn raus. Und jetzt ist nur noch der FV im Spiel. Und man darf schon sagen, die Jungs machen einen entscheidenden Beitrag. Nur wer den Kill macht, das werden wir jetzt noch sehen. Und da prallt er ab. Und raus ist er leider. Das heißt, das Objekt muss es klar machen. Hat aber es noch nicht im One-Shot-Bereich. Er wartet hier ein bisschen ab. Spielt hier das Move easy runter. Hat ja aber Munitionslager treffbar. Das darf man jetzt. Aber nimmt ihn raus. Ja, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Euer